abrimos un par de capítulos en la historia de Raquel y Stefan. Wir schreiben das Jahr 2002. Im Kino laufen Der Herr der Ringe und Ice Age. Im Radio spielt der Ketchup-Song. Wir haben die Tamagotchis und diverse Boygroups hinter uns gelassen. Ja, und dann ist da diese Halloween-Party. Ihr wart beide noch sehr jung und sehr schüchtern. Aber der erste Eindruck stimmte. Kapitel 2. Erwachsen werden. Eure Anfangszeit ist irgendwie wie aus einer ganz anderen Welt. Aber ihr erinnert euch sehr gern daran. Eure Liebe ist nichts, das ihr für selbstverständlich hinnehmt, sondern sie ist eine bewusste Entscheidung. Jeden Tag. Ihr habt gesagt, ihr seid Keeper. Das heißt, ihr werft Dinge nicht einfach weg, sondern repariert, klebt, flickt, betrachtet und erfindet sie neu. Und das ist euer Geheimnis. Als Stefan Raquel bat, ihre Sonnenbrille abzusetzen, da war klar, dass hier etwas im Busch war. Er kniete sich in den Matsch, was dich, Raquel, total verwirrte, denn du magst Gespräche auf Augenhöhe. Also hocktest du dich kurzerhand zu ihm, Freudentränen, und Stefan stellte die Frage aller Fragen. May you